Hi Leute! Herzlich willkommen zu dieser kleinen Livestream-Ankündigung für heute Abend. Ja, es ist wieder soweit. Freitag, 20 Uhr geht's wieder los. Was werden wir heute Abend schönes streamen? Ich kann's euch sagen. Erstmal muss ich was anderes sagen, denn draußen ist es kalt. Draußen, also bei mir sind es jedenfalls 3 Grad. Draußen ist es nass und das ist natürlich das richtige Wetter, um einen Livestream zu machen. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf heute Abend. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, nehme jetzt die Livestream-Ankündigung schnell auf, lade die für euch hoch, nehme danach noch Bus-Simulator auf, lade das für euch hoch, nehme danach noch American Truck Simulator für euch auf, lade das hoch, weil ich mit den Folgen nicht mehr hinterherkomme. Aber irgendwie kriegt man es schon hin, kein Problem. Wichtiger aber, was machen wir heute Abend? Heute Abend werden wir 20 Uhr anfangen, wie immer mit unserem wöchentlichen Wochenabschlussgespräch, ja, so kann man das schon fast nennen. Und dann werden wir spielen den Landwirtschaftssimulator 15 und zwar die Ackendorf Map 2.0. So sieht's aus. Wir werden heute Abend ein bisschen auf der Ackendorf 2.0 spielen. Meine Wenigkeit und der liebe Friesi. Da müssen wir mal schauen, wie wir das alles machen, weil das Problem ist, es gibt arge Probleme mit dem Speicherstand. Ich werde euch heute Abend, müssen wir mal schauen, was wir uns von der Map alles anschauen können und was eben nicht. Fakt ist eins, morgen kommt ein Map-Vorstellungsvideo von der Ackendorf 2.0 mit dem FSM-Mod-Team, also mit Leuten aus dem FSM-Mod-Team, wo wir alles zeigen, wo wir wirklich alles zeigen, alles erklären, alles so wie es ist. Es ist so lang geworden, die Folge, dass wir 2 Teile draus machen mussten von der Map-Vorstellung, kommt aber alles beides morgen, also alle beiden Teile. Da freut euch auf jeden Fall, war richtig cool gewesen. So, es ist eine unglaubliche Map geworden. Es ist die beste Map für den LS15, das muss man einfach so sagen. Die aktuell ist es die beste Map, die draußen ist. Definitiv. Und das ist einfach so. So, deswegen werden wir die heute Abend auch spielen, denn wir müssen ein bisschen schaffen, schaffen, schaffen. Morgen ist nämlich Ackendorf 2.0 Aufnahme, die ja dann ab Sonntag quasi die erste Folge kommt und ja, deswegen, also straffer Terminplan, dann werden wir aber heute nicht nur LS machen, wir werden danach entweder, also nicht entweder, wir werden definitiv noch ein bisschen The Culling spielen. Vielleicht kennst du ein oder andere schon The Culling. The Culling ist sowas wie die Tribute von Panem, wer das vielleicht kennt, ne? 20 Spieler, alle auf einem Schlachtfeld sozusagen, ja, und wer, ihr könnt rumrennen, ihr könnt so ein bisschen survivalmäßig, könnt euch Zeug craften, ihr könnt Waffen finden und so weiter und so fort. Wichtig ist aber, als Letzter zu überleben. Man kann sogar Teams machen und so weiter und so fort. Und ja, wichtig ist es, als Letzter zu überleben. Der ein oder andere kennt The Culling vielleicht schon. Und ja, das werden wir heute Abend auf jeden Fall spielen. Ich mit Freezy im Team. Und ja, dann schauen wir einfach mal, ob wir da noch Zeit finden für eine Runde ATS, für eine Runde Rainbow Six, was weiß ich, keine Ahnung. Lassen uns einfach überraschen. Ganz wichtig ist, wir gehen gechillt an die Sache ran, denn es ist Freitag. Nämlich, hoch die Hände Wochenende, genauso sieht's aus. Und jetzt wünsche ich erstmal allen ein schönes Wochenende, in der Hoffnung, dass ihr schon Wochenende habt und hoffe, wir sehen uns heute Abend, ne? Ja, 20 Uhr auf Twitch, McManus. Tschüss!